Wunderschöner Herbsttag hier im Max-Eicher-Stadion, wo in der 11. Runde sich der SK Bischofshofen die Ehre gibt, hier bei der Salzburger Austria das erste von zwei Spielen innerhalb von ein paar Tagen. Am Mittwoch steht ja noch eine Partie im SFV-Cup an. Bischofshofen beginnt gut, man könnte auch sagen, die Austria bettelt hier gleich in der dritten Minute um ein Tor. Ex-Austrianer Nico Meyer bringt den Ball aber zum Glück nicht im Kasten unter. Das Spiel ist gut besucht, weit über 800 Leute wollen sich dieses Spiel nicht entgehen lassen. Ja, und die sehen Bischofshofen immer wieder mit schnellen, hohen Bällen nach vorne. Aber auch die Austria versteckt sich nicht, hat viel Zug in Richtung Tor, kombiniert nach Herzenslust. Schöne Aktion, knapp drüber. Es gibt einen Eckball und Umberto Gruber wird den treten. Ja, und beim Betteln um Tore, da steht's mittlerweile 1:1. Am Feld steht's nach wie vor 0:0. Ich habe schon angesprochen, die Austria kombiniert gut, lässt oftmals Ball und Gegner laufen, der Ball in wirklich gutem Zustand und am Einsatz, das sieht man hier bei Manuel Kreinz, da mangelt es ganz sicher nicht. Schöner weiter Ball, war Fehler von Gruber, Taki ist da völlig frei, setzt den Ball an die Stange und dann ertönt ein Pfiff von Schiedsrichter Sergej Brovci. Hier sehen wir es nochmal in der anderen Einstellung. Taki und Kurf Kallmann setzt den Ball an die Stange, aber dann erst der Pfiff. Natürlich kein Abseits, Fehlentscheidung, der Ball kam von Umberto Gruber. Foul an Marco Hödl. Der bleibt hier einige Zeit liegen. Man macht sich schon Sorgen um unseren Torjäger. Aber zum Glück kann er kurz darauf weitermachen. Sandmeier, nächste Chance. Manuel Kreinz mit einem Kopfball. Nico Meyer. Und Gruber klärt in Richtung Ecke. Joey Zottl an der Grenze des Legalen. Gute Möglichkeit für Bischofshofen. Kallmann macht hier das Spiel gleich schnell. Hoher, weiter Abschlag nach vorne. In der Mitte ist Marinko Sorda und der kriegt den Ball. Ah, sein Schuss abgeblockt. Aber dem Publikum gefällt's. Austria wirklich bisher mit einer überzeugenden Leistung. Wieder Sorda. Behauptet sich hier zurück auf Hödl. Rüber auf Fabio Tricuja. Sein Ball kommt herein. Nächste Möglichkeit. Schön anzusehen, was die Austria hier heute auf den Rasen zaubert. Aber auch Bischofshofen versteckt sich nicht. Konter läuft. Der hat viel Platz, der hat viel zu viel Platz. Puh, durchatmen, Ball an die Stange. Mehr oder weniger direkt danach diese Aktion. Raus auf die linke Seite. Kreinz ist da dran, hat Platz, schießt, Tor. 1:0 für die Salzburger Austria, 26. Minute. Manuel Kreinz, den darf man nicht so frei zum Schuss kommen lassen. Verdiente Führung für die Violetten. Sehen wir es nochmal, Kreinz hat Platz, schießt, Ball wird auch noch abgefälscht und landet zum 1:0 im Kasten vom Bischofshofen-Keeper Pavel Kapser. Und die Austria weiter im Vorwärtsgang. Sandmeier! Bischofshofen kann klären. Aber die Szenen gleichen sich jetzt.
Wieder Sandmeier. Diesmal hat er Platz zum Flanken. Da kommt der Ball herein. Puh, schwierig zu lösen für Kapsa den Ball. Der kam von seinem Mitspieler. Den darf er natürlich nicht mit der Hand annehmen. Und weiter geht's. Weiter geht's nach vorne. Joey Zottler kämpft sich hier den Ball. Zieher. Sorda, der raus auf Sandmeier, der hat Platz, Ball kommt herein und Tor 2:0, René Zier war's, 31. Minute, Vorentscheidung in dieser Partie vielleicht sogar schon. Ja, so alleine darf man den René Zier nicht zum Schuss kommen lassen, ganz ähnlich wie vorhin. Bei Kreinz, schöner Treffer, weiter geht's. Noch immer Angriffe nach vorne. Puh, Unsicherheiten da im Strafraum. Drittes Tor bleibt der Austria nach diesem Doppelschlag allerdings noch verwehrt. Voller Einsatz von Manuel Kreinz. Nicht ganz legal, befindet der Schiedsrichter. Sandmeier in die Spitze, Ball kommt herein, nächste Möglichkeit war's, aber Halbzeit, wir gehen mit 2:0 in die Pause. Bischofshofen-Trainer Adonis Spieker ist fuchsteufelswild, die Sache mit dem Abseits liegt den Bischofshofenern durchaus noch im Magen. In der Halbzeit steht dann Austria-Vize-Obmann David Rettenbacher im Tor. Es gibt eine Halbzeitaktion unseres langjährigen Sponsors und Partners MMTS. Und Rettenbacher macht, naja, zumindest teilweise keine so schlechte Figur. Weiter geht's mit den Richtigen, mit denen, die wirklich Fußball spielen können. Die Austria beginnt furios. Zottel raus auf Sandmeier. Sein Ball kommt herein. Und Tor, René Zier, 3:0, 47. Minute. Kapsa will's gar nicht glauben. Die Austrianer, die feiern. Ganz egal, was sich Bischofshofen in der Pause in der Kabine vorgenommen hat, alles zunichte gemacht. 3:0 für die Austria. Fabian Trikuja wird hier zurückgehalten. Vorteil, sagt Schiedsrichter Profzi. Und Tor, das sagt Joey Zottel. 48. Minute, Todesstoß für die Bemühungen des Bischofshofener SK. Mit Köpfchen macht Joey Zottel den Ball rein. Nächster Doppelschlag, der zweite in diesem Spiel. Bischofshofen bemüht sich dann noch, aber eigentlich ist die Partie gelaufen. Die meisten Aktionen werden von den Violetten im Keim erstickt. Und die überzeugen weiterhin spielerisch. Und die überzeugen weiter mit Toren. Joey Zottel, 69. Minute, 5:0. Zweites Tor für Joey Zottel an diesem Nachmittag. So, Anstoß und ziemlich gleich danach Kreinz erkämpft sich den Ball auf Marco Hödl. Der legt ab in die Mitte und wieder Tor. Nicht Hödl war es, Sorda, auf den hat er den Ball abgelegt. Und der drückt ihn aus kurzer Distanz über die Linie. Vollkommen entnervt, die Bischofshofener 6:0 für die Austria. Ja, und Pavel Kapsa, der Keeper, will es gar nicht glauben, reklamiert. Gelbe Karte, völlig zu Recht. Und der will es immer noch nicht wahrhaben. Ja, das wird hier so richtig zum Schützenfest.
Bischofshofen ist nun stehend K.O. und die Austria, die geht auch nicht mehr unbedingt mit Nachdruck auf einen 7. Treffer, kombiniert zwar weiter nach Lust und Laune, trotzdem viel schaut da nicht mehr heraus. Schlusspfiff, 6:0, absolut überzeugende Leistung. Damit rutscht die Austria in der Tabelle bis auf einen Punkt an Lieder St. Johann heran. Gut gemacht, Burschen, weiter so. Aber Bischofshofen war ja eigentlich ganz gut im Spiel bis zum 1:0. Da hat es ein paar kritische oder ein paar enge Situationen gegeben. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, dass der Schiedsrichter dann richtig gemacht hat. Er hat laufen lassen. Der Taki hat ihm an die Stangen geknallt und dann ist für mich die Situation vorbei. Wenn es dann abseits war oder nicht, ist hinfällig, denke ich einmal. Also ich bin sehr zufrieden, was die Mannschaft da heute am Platz gebracht hat. Die Mannschaft spielt zu null, die Mannschaft holt 3 Punkte und die Mannschaft schießt 6 heute. Und das freut mich umso mehr. Das freue mich aufs Feiern und am Mittwoch geht es dann weiter. So sieht ein strahlender Trainer aus. Heute ist eigentlich alles für uns gelaufen, oder? Ja, ich denke, das war statt Zielsicherheit. Aber die Mannschaften haben uns gestern gefallen und wir wollten unbedingt heute einen Dreier nachlegen, dass der Vorsprung zu St. Johann geringer wird. Und das hat die Mannschaft bravourös gemacht. Halt. Haben wir da jetzt schon unser Pulver verschossen oder können wir da am Mittwoch noch nachlegen? Oder erwartest du am Mittwoch vielleicht sogar eine ganz enge Partie? Mein Cup ist Cup. Für uns war der Cup halt überhaupt nicht wichtig. Für uns waren halt die 3 Punkte wichtig. Wir haben auch keinen Gedanken verschwendet an Cup Mittwoch. Das machen wir uns dann morgen Gedanken. Und ich denke, dass am Mittwoch ein enges Spiel wird. Bischofshofen werden uns nicht gefallen da und nur ins offene Messer laufen. Also von dem her schauen wir mal, was am Mittwoch passiert. Ich freue mich heute einmal über das Spiel von meiner Mannschaft. Sie waren halt, ich glaube, fußballerisch war es die beste Saisonleistung, glaube ich, heute. Danke. Ja, und ein Wiedersehen mit diesen Herren und auch dem BSK gibt's am Mittwoch 17:30 Uhr Landescup in Max Glan.